Hallo und herzlich willkommen zu N++, also Ninja++ oder so, oder einfach nur N für nix, nix++. Wie auch immer, ich habe letztens erst erfahren, dass es dieses Spiel für einen PC gibt. Also es gab ja schon eine ältere Version für den PC, das war glaube ich damals sogar ein Flash-Game oder so. Und jetzt gibt es die Version für den PC, also die N++-Version. Ich das gewusst, hätte ich schon länger. Aber ich habe es letztens erst gesehen. Also, yay. Und ich habe es sogar für die PS4. Aber ich finde es so unglaublich gut, dass ich es mir nochmal holen musste. Und ich kann es endlich mal wieder mit Controller spielen. Ich habe nämlich so einen ganz tollen Controller von Axis. Sowas hier halt. Und ja, der funktioniert nicht bei allem. Ist ja kein original Xbox-Player, Microsoft will ja nicht. Wow, die ersten Level sind ziemlich lame. Na, ist so zum Einführen. Wird gleich noch spannend. Ich sterb gleich. Auf jeden Fall ist es ein Spiel, wo... Nee, ihr seid halt ein Ninja. Was machen Ninjas? Durch die Gegend springen und versuchen am Leben zu bleiben. Nehmt euch ein Beispiel an Aragami. Nur, dass ihr da noch tötet. Das macht ihr hier, glaube ich, nicht. Nee, ist aber den Scheiß jetzt sicher. Auf jeden Fall geht's darum... Ihr müsst so schnell, ihr habt ein Zeitlimit und ihr müsst so schnell wie möglich durch die Gegend kommen. Und dürft nebenbei noch ein paar Goldstückchen einsammeln, die euch ein bisschen extra Zeit verpassen. Und natürlich für den Score absolut notwendig sind. Was aber an sich nicht weiter... Yay, ich bin tot. Was aber an sich nicht... Ja, danke, Erfolg, du bist voll im Bild. Ich fange jetzt schon an, richtig rumzuzacken. Was muss ich? Achso, ja, für den Score, aber es ist komplett unerheblich. Solange ihr nicht unbedingt einen kleinen Penis habt, ist das vollkommen irrelevant, ob ihr einen großen Highscore habt oder nicht. Also, es geht auch ohne. So, wir wollen jetzt aber mal ein bisschen heftige Scheiße hier erleben. Wie kann ich denn... Achso. Euch fehlt übrigens ein bisschen was vom Bild. Ich glaube, von der rechten Seite. Alter, muss ich die Taste heftig reindrücken. Oh, hübsch. Hübsch, hübsch. Immer ein Retro, ich mag wieder. Kann ich ja auch irgendwie Musik wechseln? Change Column Next Song RB. RB? Was auch immer. Ich würde ganz gerne... Ah, Alter. Ich muss die Tasten extrem hart reindrücken. So, wir wollen nämlich auch sterben. So sieht's aus. Und es hat sogar einen Multiplayer. Aber ich kenne natürlich immer wieder keinen Menschen, der das mit mir spielen will. Also muss ich es wohl alleine durchziehen, nicht wahr? Aber ich bin ein Badass Motherfucker. Ich hab das schon wohl alleine. Ich habe auch den normalen Teil für die PSP komplett durchgespielt. Auch wenn ich nicht überall die Goldstücke eingesammelt habe, weil das manchmal echt nervtötend ist. Aber egal. Na komm, wir rennen einfach durch. Was soll's. Wir brauchen das Geld gerade nicht. Wir sind einfach zu schnell für das Spiel. Ich werde gleich mal schauen, ob ich noch die richtig harten Level rauspacken kann, damit ich auch zeigen kann, dass ich was drauf habe und nicht einfach nur bei rumstehenden Minen verrecke. Was schon beschämend genug ist, aber okay. Yay. Warum bin ich eigentlich weiß? Ah, ihr könnt euren Ninja übrigens umfärben. Ich glaube, ihr könnt hier sogar einen Kopfband verpassen. Es gibt einige Sachen, die man hier einstellen kann. Das ist sehr verwirrend manchmal. Ah ja, und ihr könnt eure eigenen Level machen, was ich ziemlich lustig finde, weil ich irgendwann mal in irgendeinem Teil hatte ich einen riesen Roboter gebaut, der die ganze Zeit mit Laserstrahlen einmal im Kreis schießt. War total lustig. Zumindest für mich zum Zuschauen. Nee. Lass mich in Ruhe. Ich renne in die falsche Richtung. Hey. Ach Gott. Alter, das ist nur eine Rakete und ich sterb schon fast. Yay. Es gibt auch Fallschaden. Ich frage mich gerade ein bisschen, wie ich da runterkomme. Ah, das hat noch geklappt. Ist immer sehr schwer einzuschätzen. Ich werde einfach mal versuchen, irgendwelche Leute zu belöffeln, damit sie mir dann vielleicht das Spiel auch holen, damit ich dann competitive gegen diese Leute spielen kann. Denn eigentlich macht das nur mit mehreren Leuten Spaß. Aber alleine ist es halt ziemlich lustig, wenn ihr es zusammen...
Ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht, wie viel das wirklich bei Steam kostet oder so. Weil ich habe es mir aus dem Humble Bundle geholt. Für 10 Euro. Aber das war's mir dann, auch wenn ich das Spiel schon habe. Auch wenn ich mich an so einige Sachen hier anscheinend nicht erinnern kann. Vielleicht sind auch neue Sachen dazu. Weiß es nicht! So. Nice. Okay, okay. Ach ja, und es gibt einen lustigen Button. Ja, man kann sich selber töten. Falls man irgendwo mal festhängt oder so. Ich weiß auch nicht genau. Oder einfach nur aus Spaß. Oder um seinen Teamkameraden auf den Sack zu gehen, weil es gibt, glaube ich, auch Kooperationsmissionen, die man auf jeden Fall zu zweit machen muss. Wo dann der eine, keine Ahnung, ach, das ist dann, wo der eine dann, ich glaube, einen Gang lang latschen muss, einen Schalter betätigen muss und der andere muss das auch machen. Und wenn der eine dabei stirbt, dann hat der andere natürlich verkackt. Und wenn ihr euren Freund dann richtig auf den Sack gehen wollt, bringt ihr euch einfach selber um und sagt, das war das Spiel. Na komm. Na! Ich darf mich von mir selber nicht berührt werden. War das ein verständlicher Satz? Ich glaube nicht. Nein! Ich bin aber auch schlecht im Springen gerade. Das ist unglaublich. Weil... Das führt dann zu einer dimensionszerbrechenden Ereignisschleife. Weil man darf sich nicht selber berühren. Diese Theorie gab es schon öfter mal in irgendwelchen Serien. Ich konnte es bis jetzt noch nie selber nachprüfen. Keine Ahnung, ob es so ist. Aber ich sag jetzt einfach mal, die haben schon recht. Und dieses Level gibt es in jedem Teil. Das geht mir voll auf den Sack, weil man ja eigentlich die ganze Zeit rumspringen müsste, um alles einzusammeln. Aber da habe ich keine Lust drauf. Das ist aber ein ziemlich komischer Totenkopf. So viel zum Bremsen. Mir fällt gerade ein. Ach, die Dinger sind bloß. Das Problem an dem Spiel ist. Nicht, dass ich darin zacke. Nein, nein. Ich bin ziemlich gut. Das Problem ist, man sieht den eigenen Tod meistens schon kommen. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber für mich ist das das Schlimmste, was passieren kann auf der Welt. Spielen und selber schon sehen, oh Gott, ich sterbe. Genauso. Ach komm. Egal. Wie gesagt, wir haben genug Zeit. Wir schaffen das schon. Ich glaube, ich bin auch noch nie in einem Level gestorben, weil keine Zeit mehr. Also, es ist schon fair. So ist es nicht. Wenn ihr es nicht schafft, dann liegt es an eurem Skill. Und seid ihr einfach scheiße. So wie ich. Da drüben ist der Schalter. Aber schon kurz vor knapp, nicht wahr? Und ich glaube, in dem Teil sind sogar irgendwie neue Waffen dazugekommen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ah komm, wir versuchen jetzt. Legendary. Das ist alles zu easy hier. Oder sterben. Was ist das denn? Ich darf nicht die ersten Level auswählen. Das sind anscheinend immer so Baby-Pups-Level, die jeder schaffen kann. Aber ich bin ja nicht jeder. Ich bin was besonders schlecht, finde ich. Whee. Und was ich öfter gehört habe, auch von meiner Schwester und so, viele Leute haben anscheinend ein Problem in dem Spiel zu springen. Also, um höher zu springen, müsst ihr länger gedrückt halten. Soweit logisch. Und das ist halt einfach eigentlich das ganze Mysterium dahinter. Aber einige Leute schaffen es anscheinend trotzdem nicht, richtig zu springen. Ich weiß nicht. Hab's auf jeden Fall schon öfter gehört, dass die Leute dann sagen, ich hab das nicht. Komm ich denn die Wand da hoch? Wo ich dann sage, ja, musst du springen. Dann, na ja. Werden die Leute aber gleich pissig, wenn man sagt, ja. Willst du machen? Musst halt nur springen. Musst halt auf A drücken. Beziehungsweise in meinem Fall auf 3. Dann sagen die Leute, ja, mach ich doch! Weiß ich nicht. Da kann man nicht viel zu sagen.
Aber hey, das ist genau das gleiche wie bei Call of Duty, wenn irgendjemand sagt, ich komme mit dem Scharfschützengewehr nicht klar. Musst du zielen. Ich ziele doch. Ich meine halt richtig. Ich ziele richtig. Sehr viele Leute sind immer direkt angepisst, nur weil man irgendwas anspricht, was... Immer direkt angepisst, wenn man versucht, irgendwie zu helfen. Und dann sagt man schon, oder dann fragen die meisten Leute einen, ja, könnt ihr mir mal helfen? Dann versucht man, denen zu helfen. Das hätte ich auch alleine geschafft. Ich wollte dich jetzt nicht in deiner Ehre verletzen. Es tut mir unglaublich leid, aber du hast nach Hilfe gefragt und du hast sie bekommen. Und ich habe einen Fehler gemacht, scheiße. Na ja, kaputt. Boink. So, wie war das? Ich glaube, wir müssen hier abspringen. Yay! Nicht so, nicht so. Also das kann ich immer sehr schlecht abschätzen. Okay, wir versuchen B. Oh Gott, die Farbe. Alter, meine Augen. Ich hätte vielleicht doch einfach schwarz-weiß lassen sollen. Wir brauchen ja andere Level. Das ist alles noch so Babykrams. Das schafft doch jeder. Wo bin ich denn? Da. Ich bin ehrlich, das Problem ist, ich habe schon so oft gespielt, dass ich gar keine Sachen mehr erklären kann. Weil ich brauche keine Erklärung. Ich weiß alles. Soweit, jedenfalls. Aber ich kann es versuchen. Die goldenen Dinger habe ich euch ja schon erklärt. Die blauen, normalerweise blauen Dinger. Die jetzt halb blau, halb pink, halb sonst irgendwas sind. Die fahren halt einfach nur durch die Gegend und versuchen euch... Eigentlich versuchen sie gar nichts. Sie versuchen einfach nur zu existieren. Das sind Minen. Und wenn die blauen Dinger euch erwischen, kriegt ihr einen Stromschlag und fliegt erstmal durch das ganze Level. Das ist ziemlich lustig. Aber nicht besonders produktiv. Dann gibt es genau die gleichen Dinger nochmal mit einem Pümpel oben drauf. So eine Antenne, die fliegen tatsächlich durch die Gegend, wenn die merken, oh, da bewegt sich ja was. Dann versuchen sie einfach straight in die Richtung zu fliegen. Und wenn ihr es schafft, weicht ihr vielleicht sogar aus. Dann gibt es noch die Raketenwerfer, die ihr vorhin gesehen habt, die Laser. Gibt es sonst noch irgendwas? Da gibt es bestimmt noch was. Dann gibt es noch, hallo Morten, schön, dass du dich meldest. Dann gibt es noch Bumper. Ich glaube, die habt ihr vorhin aber auch schon gesehen. Ihr habt gerade schon irgendwie alles gesehen, was dieses Spiel so zu dem macht, was es ist. Yay, yay, yay! Schallmauer! Und da war ich mal. Okay. Moment, ich muss kurz Norton wegdrücken. Der versperrt mir... Na, jetzt geht er von alleine weg. Versperrt mir nämlich den ganzen Bildschirm. Also ich könnte natürlich einmal außenrum. Genau so. Aber das wäre natürlich langweilig. Oder ich sack einfach. Mega hart gerade ab. Okay, einmal versucht, ne? Yay! 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 Okay, wir gehen aus. Oh. Ich will euch jetzt auch nicht die ganze Zeit mit einem Level langweilen, das wäre auch doof. Wie gesagt, hier sind die Bumper. Und dann gibt's noch die anderen Bumper, die sind. Dass diese gestrichelten Vierecke waren. Die funktionieren wie folgt. Ihr springt rein und egal in welche Richtung, sie knallen euch direkt einfach in die Richtung weiter. Das heißt, wenn ihr in Richtung Wand auf die Dinger zuspringt, katapultieren sie euch auch in Richtung Wand dahin. Und in den meisten Fällen endet das eher tödlich. Und das wollt ihr natürlich nicht. Übrigens ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr aus großer Höhe fallt, aus hoher Höhe, großer Höhe, was auch immer, und ihr wisst, dass ihr es nicht überlebt. Jedes Mal, wenn ich vom Sterben rede, bin ich Matsch. Und ihr wisst, dass ihr es nicht überlebt und da ist eine Schräge, dann landet auf der Schräge. Aber nicht entgegen der Schräge. Also nie so landen. Das macht Aua. Immer mit der Schräge, so nach unten. Verständlich? Hoffentlich. Weil das schützt euch vor Fallschaden. Logic. Halt. Ich meine, wenn ihr einen schrägen Berg runterfallt und ihr fallt so,
Also nach vorne so und der Berg geht so. Und ihr fallt von so oben schräg runter. Eigentlich seid ihr trotzdem tot. Aber okay. Aber wenn ihr euch entgegen des Berges stellen würdet, also so, dass es nach oben geht, hättet ihr höhere Überlebenschancen, weil ihr dann vielleicht nach hinten wegknicken würdet. Kinder, springt nie von einem Berg. Das ist der Tipp, den ich euch geben kann, egal wie die schräge ist. Ganz besonders nicht, wenn ihr wisst, das könnte ein Matsch enden. Ja, dann solltet ihr auf jeden Fall nicht springen. Hui. Ach ja, stimmt, die Dinger habe ich vergessen. Die geben halt auch einen Stromschock. Und die gehen immer genau dahin, wo ihr seid. Muss ich die Scheiße erklären, ehrlich? Ich meine, ihr seht's ja. Ich glaube, es ist langweiliger, wenn ich es erkläre. Yay! Das war zu easy! I am absolutely pro. Okay. Das ist genauso ein Level, wo meine Schwester wahrscheinlich einen Brechreiz kriegen würde. Aber so schwer finde ich es nicht. Das gibt wesentlich Schlimmeres. Ui. Übrigens, wenn ihr in die Tür fallt, seid ihr meistens sicher. Ich glaube, es gab auf der PSP, wenn man in die Tür gegangen ist, konnte man trotzdem noch sterben. Aber es hat nichts mehr am Ergebnis geändert, glaube ich. Aber ich glaube, es geht nicht. Yay. Hui. Ach, viel zu einfach. Ach übrigens, was auch geht, was ich persönlich immer liebend gerne mache, auch wenn es nicht so produktiv ist. Wenn es eine... Oh Gott. Nein! Au, au, au. Wenn es eine... ja, ist gut, ich bin tot. Was wollte ich sagen? Also, wenn es einen Gang nach oben gibt. Und ihr könnt Walljumpen bis da ganz nach oben. Und das von ganz unten. Also so wie hier ungefähr, nur dass es halt ein bisschen dünner ist. Könnt ihr es schaffen, so viel Speed aufzubauen, dass ihr euch oben an der Decke den Schädel hochknallt. Dann seid ihr tot. Dann habt ihr es erfolgreich geschafft. Mal wieder. So wie ich. Okay, das spielt jetzt gerade ein bisschen an. Aber es ist aber noch nicht schwer an sich. Ich bin einfach nur scheiße gerade. Ich bilde mir einfach ein, dass das wegen der Aufnahme so ist. Normalerweise bin ich viel besser. Yes! Oh, der war knapp. Okay, eine Mine ausgelöst. Ist noch okay. Schätze ich, hoffe ich. Wenn das jetzt nicht die Mine ist, die mich nachher tötet. Hui! Hui, hui, hui! Alles meins, alles meins. Warum begibst du dich jedes Mal wieder in Lebensgefahr? Wegen Klumpen Gold! Das ist wert, ja. Gib mir Zeit. Okay. Ich dachte, die verkaufst du. Nein. Alles für Lebenszeit. Okay. Es gibt auch eine Geschichte, aber die habe ich mir tatsächlich nie durchgelesen. Ich kann sie euch nachher gleich mal kurz aufmachen. Das ist wirklich nur eine Textdatei. Und dann dürft ihr euch diese spannende Geschichte, warum dieser Typ hier durch die Gegend rennt und Gold einsammelt, gerne selber durchlesen. Aber ich find's irrelevant. Na, Rakete. Weil mir macht das Spiel Spaß. Das ist eins der wenigen Spiele, wo ich tatsächlich keine Geschichte brauche. Und es ist relativ offensichtlich, dass N für Ninja steht. Also er ist ein Ninja, der Gold sammelt. Fertig. Das reicht mir als Hintergrundinformation. Lass mir Ruhe. Danke. Nein. Okay, okay, okay. Scheiße. Aua. Schmerz. Kante. Ist gut fürs Genick. Ich bin schneller als du. Ja. Yeah. Okay, schneller zu sein ist nicht gut. Langsamer zu sein ist auch nicht gut. Dann versuchen wir es nochmal mit schneller. Ja. Sieht gut aus. Sieht immer noch gut aus. Ich bin der King. Halt. Ich war da schon auf dem Rückweg. Wow. Und leider muss ich sagen, dass dieses Level immer noch nicht schwer ist. Aber ich einfach nur gerade echt scheiße bin. Nein. Jetzt aber Vollspeed geradeaus. Los geht's. Schalter. Schalter. Danke.
Nein. So, nicht. So, jetzt aber. Ich sollte vielleicht auch vor dem Bellen beim Schalter sein. Das wäre eine Überlegung wert. Okay. Highspeed. Zu schnell. Viel zu schnell. Okay. Nein. Man kann sich ja beeilen, wie man will, aber... Ich glaube nicht, dass das... Ach, frustrierend kann das Spiel übrigens manchmal auch sein. Für alle, die es jetzt gesagt haben. Okay, ich stelle mich gerade an wie ein zweijähriges Mädchen. Ich möchte übrigens mal kurz eine Sache klarstellen, da mir gerade das mit dem zweijährigen Mädchen eingefallen ist. Ich bin nicht gegen Frauen, die zocken. Nur so. Nur weil ich vorhin über meine Schwester geredet habe. Die hat andere Qualitäten. Also im Sinne von zocken. Ich red mich gerade voll in die Scheiße. Nee. Damit und Sachen sind nicht so ihr Ding, aber dafür alles, was strategisch oder Tetris-Kram ist. Da komme ich überhaupt nicht mit. Ne? Also so ist man nicht. Nicht, dass man hier dann irgendwie in die Kommentare schreibt, ne? Du bist ein Frauenhasser. Ich hasse zockende Frauen. Genauso wie wenn ich hasse, dass Frauen Bier trinken. Das geht gar nicht. Bier ist männliches Gebräu. Aber das hindert mich nicht daran, manchmal über Frauen zu lächeln. Nicht wahr? Es ist nicht schwer. Lass mich doch einfach durch hier und dann nutze ich das. Ja. Übrigens sind das auch relativ große Flächen, auf denen man landen darf. Das gibt, glaube ich, nachher so. Ich glaube, das Schlimmste, was ich jemals hatte, waren wirklich so ein Pixel. Zumindest gefühlt. Die einen Pixel breit und dann dürftet ihr darauf landen. Aber war nicht schön. Ich bin nicht so der genaue Typ, ehrlich gesagt. Schalter? Das war ja. Das Level ist erstaunlich einfach. Wow! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Stimmt ja. So viel zu erstaunlich einfach. Ich frage mich gerade ein bisschen, ob man das zeitlich schafft. Ich meine, muss man ja. Okay, wie ihr seht, ich darf unten schon mal nicht landen. Das könnte problematisch werden. Weg. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es Erfolg dafür gibt, wenn ihr alles Gold einsammelt, aber... Ich war doch fertig! Na gut, nochmal. Was soll's? Was soll der Schmuh hinterher weinen, bringt ja eh nix. Was ich auch ziemlich lustig finde, das ist das einzige Spiel in meiner kompletten Zockerlaufbahn, das mich dazu bringt, bei jedem Sprung zu machen, falls ihr das kennt. Wenn ihr irgendwie denkt, oh scheiße, den Sprung schaffe ich nicht, aber dann selber noch versucht, mit eurem Körper da hinterher zu steuern, dass ihr dann so, das schaffe ich doch noch! Und dann stirbt er trotzdem. Das ist zumindest meine Erfahrung. Rakete! Wo ist der Schalter? Mine! Jedes Mal, wenn ich sterbe, meldet sich Norton. Oh, leck, leck, leck! Es liegt an Norton! Schön, wenn man in Slow Motion sehen kann, wie man stirbt. Jedes Mal, wenn ich raus, habe ich Norton weg. Der Sack. Wo ist hier überhaupt der Ausgang? Ah, ja. Okay. Lass mich doch in Ruhe, du Stalker-Rakete. Verpiesel dich. Okay, vor der Rakete habe ich erstmal Ruhe. Es sei denn, sie kommt da, du. Zup. Wie ein Superheld. Zup und tot. Captain Instant Death. Ja, nein, ja. Okay, das.
So. Das Gemeine ist, wir dürfen jetzt den ganz tollen Weg wieder zurück. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Oh Gott, immer klappt. Oh, Tür. Rakete, Tür. So, man merkt, es wird langsam doch etwas anstrengender. Aber genau daraus besteht das Spiel. Ah, shit. Für Gott, so im Moment habe ich mich cool gefühlt. Und dann musste der Ball kommen. Bis jetzt läuft das alles einwandfrei. Das sind immer so Dinger, wo irgendwann meine Augen anfangen weh zu tun, ey. Ja, easy. Immer noch easy. Ja, kein Problem. Ich meine, jetzt sterbe ich wahrscheinlich noch, aber... Nee, doch nicht. Ich frage mich, warum immer, wenn ich aufnehme, meine Nase anfängt zu jucken. Das ist irgendwie, entweder liegt das an meinen Haaren, die ich habe. Aber es nervt. So, Episode 0, haben wir die jetzt? Nee, oder? Doch, E haben wir gerade gemacht. Na dann machen wir mal die letzte Episode von A. Wie Arschkrampe. Schaffst du eh nicht. Das sind übrigens schon die... Also so sieht es übrigens normalerweise aus. So sollten die Böllchen. So sollten die blauen Böllchen aussehen. Schön blau. Das können nicht... Nee, das sind noch... Die sind immer noch relativ breit im Gegensatz zu den Dingern, die halt nur ein Pixel breit sind. Aber man merkt, es wird doch schon etwas schwerer. Oh, die kenne ich gar nicht. Ich glaube, die werden von mir angezogen. Kann das sein? Ja, das kann sein. Und von sich selber abgestoßen. Nett. Magneten. Magnetenkinder. Das war aber schon fast ein neuer Haarschnitt. Oh, ich liebe den Soundtrack. Oh, oh. Wie geht's? Gut. Ich dachte gerade wie so eine Brücke. Ja, scheiße. Ah, fuck, ah, kacke, ah, Biene. An meinen Eiern vorbei. Und ab ins Ziel. Nein! War klar. Ja, nein, ja, jetzt. Ja, nein, scheiße. Und hier sehen Sie, wie ein Let's Player versucht, mit Argumenten zu vertuschen, dass er die ganze Zeit stirbt, obwohl er scheiße ist. Obwohl er scheiße ist? Nee, gerade weil er scheiße ist. Macht mehr Sinn. Oh, 3, 2, 1, bleh. Ich werde gerade angeschrieben, falls ihr das seht. Also ihr müsstet das nicht gehört haben, ich soll mich mal im Discord melden. Das heißt, das Let's Play tut mich sorry, dass es dann gleich, schätze, vorbei ist. Aber das machen wir ja noch zu Ende. Cool. Aber so viel mehr wollte ich euch eh nicht zeigen, weil... Ich glaube, ihr kriegt das Grundgerüst schon irgendwie hin, wie das Spiel dann wird. Auch wenn es jetzt eher so... Es ist... Gerade es ist angehobenes Mittelmaß. Also es geht noch wesentlich schlimmer. Aber ich habe gerade leider kein schlimmes Level gefunden. Was mich zur Weißglut bringt. Weil bis jetzt... Bis jetzt läuft es noch relativ... easy. Sagt er, während er 10-mal hintereinander starb. Und ja. Also versuchen wir das jetzt mal irgendwie souverän wie möglich hier irgendwie hinter die Bühne zu kriegen. Yay. Ihr könnt mir nix. Ihr seid alle viel zu langsam. Hoffentlich. Jetzt keine Probleme gehabt. Jetzt wird's schwierig.
Ich merke jetzt schon wieder, wie ich meinen Brustkorb extrem anspanne, nur weil ich versuchen will, ihn noch höher zu sprengen. Aber es hilft einfach nicht. Wenn er stirbt, dann stirbt er. So, letztes Level. Oh Gott. Oh, Raketenwerfer. Ah! Das ist Raketen, wie die Pest. Mit so einer Stalker-Maschine, das ist unglaublich. Na, hä? Ich hab das Gold verpasst. Eigentlich wollte ich das Gold haben. Na gut. Ach ja, ihr könnt übrigens neue Farben anlocken, offensichtlich. So, das war's. Ich guck mal kurz. Ah, es gibt noch... Ach, mein Profil. Könnt ihr euch natürlich alles angucken lassen. Es gibt sogar Races, die ihr gegen eure Kumpels dann spielen könnt. Oder Kumpelinen. Und hier ist die tolle Geschichte. Ihr könnt das Video anhalten, falls ihr es euch durchlesen möchtet. Und Optionen, aber irgendwo... Irgendwo konnte man noch einstellen, wie dein Typ aussehen kann. Ihr könnt übrigens noch ein paar Optionen freischalten. Ihr könnt ja auch klassisch und so einstellen. Ihr könnt auf jeden Fall eine ganze Menge Kacke einstellen. Ich würde nur ganz gerne wissen... War das ein Profil? Nee, Stats. Stats, du bist 10.000 Mal. Ich bin 31 Mal an den Dingern gestorben. Geil. Hier kann man auch nochmal sehen, was es alles gibt. Ich glaube, die meisten Sachen habe ich erklärt. Mine. Ich weiß gar nicht, was das weiße Ding ist. Dann halt der blaue Ball, der andere blaue Ball, ein größerer blauer Ball. Okay, es gibt einige Sachen, die ich nicht kenne. Okay, ich revidiere alles. Dann könnt ihr euch den ganzen Kram nochmal angucken, aus Hilfe. Und ich würde aber gerne wissen, es gab nämlich mal, bin ich zumindest der Meinung, die Möglichkeit, euer Männchen umzufärben. Finde ich jetzt aber gerade nicht. Da, Ninja-Collar. Komme ich da hin? Darf ich? Ich würde gerne die Ninja-Collar ändern. Bitte. Bitte, bitte, Pizza. Bitte, bitte, Pizza. Ach Gott, ich muss diese Taste so derb reindrücken, dass es schon wehtut. Ich würde so... meine Fresse! Schwer kann das sein? Oder X? X? Nein. Change Column. Ich drücke doch. Es passiert nichts. Oder habe ich es noch nicht freigeschaltet? Das kann wohl auch sein. Ach Gott, ich will wieder zurück zum Klassischen. Tun einem da die Augen. So, also wie gesagt, ihr könnt alles ändern. Ihr könnt sogar ein Headband dran machen. Sogar unterschiedliche. Und dann könnt ihr davon auch nochmal die Farbe ändern. Auf jeden Fall war das N++. Eins meiner Lieblingsspiele. Ever. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid nicht abgeschreckt durch diese absolut miese Leistung, die ich ja heute abgeschreckt habe. Aber der Computer ist anscheinend auch nicht das. Und wenn ja, gebt mir ein Like. Und oder abonniert mich. Und oder. Nee, macht beide. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.